von Ruhm und Ehr schöne Damen winkten. Damals galt nur der als Mann, der zum Kampf sich stellte. Und wer ein Duell gewann, war ein großer Held. Frankreich stolze Heldenschar waren des Königs Musketiere, ohne Rücksicht auf Gefahr, immer Kavaliere. Jeder kannte Aramis, Porthos und auch Athos, bis dann noch dein Stern wird heller strahlen. D'Artagnan, D'Artagnan, du wirst schon jetzt gefallen. D'Artagnan, D'Artagnan, wirst deinem König dienen als ein tapferer Held. D'Artagnan, D'Artagnan, du wirst die Bösen schlagen. D'Artagnan, D'Artagnan, und große Taten wagen. D'Artagnan, D'Artagnan, wirst alle schnell weg, es einmal bleibt, sind die Musketiere, Helden, die ganz Frankreich kennt, gefürchtet und geliebt. Geschichte 15. D'Artagnans große Heldentat. Das lang herbeigesehnte Treffen zwischen dem Duke von Buckingham und Königin Anne sollte endlich stattfinden. Allerdings unter höchst verdächtigen Begleitumständen. Ihr erinnert euch sicher. Als D'Artagnan den Duke und Juliette zum Louvre-Palast eskortierte, wurden alle ihre Bewegungen genauestens von zwei mysteriösen Augen beobachtet. Von den Augen eines unbekannten Eindringlings, von einem Spion, der die Geheimhaltung dieses äußerst wichtigen Treffens bedrohte. Hör mal, D'Artagnan. Was ist los, Pom? Lass dir nichts anmerken. Da hinten im Dickicht hat sich ein Kerl versteckt, der uns beobachtet. Ja, tatsächlich! Halt, warten Sie! Bleiben Sie doch stehen, ich muss mit Ihnen sprechen! Lauf, D'Artagnan, lauf schneller, der Kerl darf uns nicht entkommen! Hey, was machst du denn da? Au, das tut doch weh! Ui! Bleib stehen, du elender Spion, du bist umzingelt! Los, Pop, schnapp ihn hier! Hilf mir, D'Artagnan! Nimm die Maske ab. Warum belauerst du uns? Antworte! Ich kitzle es aus dir raus. Ja, D'Artagnan, lass ihn über die Grenze springen. Dieser Kerl kann doch ein Obstmesser nicht von einem Degen unterscheiden. Jawohl, gut so, Stoß zu. Und jetzt zieh dich zurück. Drei Schritte nach hinten und noch weiter zurück. Und jetzt einen Ausfall, jawohl. Nur Mut, nur Mut, 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 Mut. Ist das Wasser kalt? Ich wäre besser nicht als Maus, sondern als Wasserratte geboren. Das ist ja D'Artagnan. Er hat einen starken Gegner. Wollen wir ihm helfen? Okay. Lass dich nicht runterkriegen, D'Artagnan! Das sind die drei Musketiere. Seid gegrüßt, Freunde, seid gegrüßt! Porthos, Athos, Aramis! Oh! Ich muss mir unbedingt einen Hut zulegen, der eine Nummer größer ist. Na, endlich. Hey, wie hat der Kerl das Gitter überwunden? Bleib stehen! Ich fordere Revanche für unseren Kampf! Ich finde dich, egal wo du dich verkriechst, und dann bekommst du, was du verdienst. Das verspreche ich dir! D'Artagnan, warum hast du mit ihm gekämpft? Dieser heimtückische Spion hatte sich dort drüben im Dickicht verborgen. Was, der Bursche mit der schwarzen Maske? Genau der.
Nur durch einen schmutzigen Trick ist er meinem Degen entkommen. Schade, dass der Schurke geflohen ist. Es wäre mir ein großes Vergnügen gewesen, dem Kerl jeden Knochen einzeln zu brechen. Weißt du, auf wessen Seite dieser Musketier kämpft? Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung. Mein Instinkt sagt mir, dass nicht ich das Ziel seiner Spionage bin, sondern der Duke von Buckingham und Juliette, die sich gerade im Louvre-Palast aufhalten. Meinst du? Die Tatsache, dass er in den Palast eingedrungen ist, beweist seine Absichten ziemlich klar. Ich frage mich nur, von wem er den Auftrag dazu hat. Vielleicht ist er sogar einer von den vielen Spionen von Kardinal Richelieu. Das ist eine Vermutung, die erst bewiesen werden muss. Auf alle Fälle wissen wir eins. Er ist ein hervorragender und mutiger Kämpfer. Wie wir gesehen haben, führt er seinen Degen mit der gleichen Kunstfertigkeit wie D'Artagnan. Hört mal, warum gehen wir nicht in den Palast und demaskieren diesen Mann? Nicht einmal wir, die Musketiere des Königs, dürfen den Palast ohne Erlaubnis betreten. Hab ich vergessen. Ein Spion dringt also in den Palast ein und wir können nichts dagegen tun. So sind nun mal die Gesetze und wir müssen sie respektieren. Dann müssen die Gesetze geändert werden. Ich hab's. Wir bitten einfach den Kapitän, uns Einlass zu gewähren. Monsieur de Trevis wird uns was pfeifen. Aber wieso denn? Der Kapitän vertraut uns. Diese Lösung scheint mir auch die beste von allen zu sein. Wir erzählen Monsieur de Trevis genau, was passiert ist und lassen ihn entscheiden. Bist du einverstanden, D'Artagnan? Ja. Pom? Wo bist du, Pom? Was ist passiert? Du solltest nicht so oft baden, sonst schrumpfst du noch mehr ein. Was gibt's denn da zu lachen? Ich finde das gar nicht komisch. Gesundheit, Pom. Pass auf, such Juliette auf und sag ihr, dass sich ein verdächtiger Kerl, vermutlich ein Spion, im Palast herumtreibt. Auftrag verstanden, wird sofort erledigt. Lass dich nicht erwischen. Ich bin doch kein Anfänger. Das sind keine erfreulichen Neuigkeiten zu hören, dass sich der Duke von Buckingham im Louvre-Palast aufhält. Ich bitte um Vergebung, Eminenz. Wir haben alles getan, um das zu verhindern, aber das Schicksal war gegen uns. Glaubt mir, ich hätte gerne meine Hand geopfert, wenn ich euch damit diese Nachricht hätte ersparen können. Verflucht! 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 Sie haben alles verfuscht. Sie haben von Anfang an versagt. In diesem Augenblick planen Sie wahrscheinlich eine Verschwörung gegen die Zukunft Frankreichs. Ich muss herausfinden, was diese beiden ausbrüten. Dieser heimtückische Duke von Buckingham. Ist sich Ihre Majestät eigentlich all dieser Intrigen bewusst? Der König hat keine Ahnung. Und selbst wenn er etwas wüsste, hat er nicht den Verstand dazu, etwas dagegen zu tun. Aber was er kann, ist vor Königin Anne zu Katz buckeln! Ich kann es nicht glauben, dass sich der Duke und Königin Anne zu diesem Treffen im Palast verabredet haben. Und wir können nichts dagegen tun. Ich hasse ihn! Ich hasse dich! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ich verfluche ihn! Ich hasse ihn! Ich verfluche ihn! Hasse, 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 hasse! Ich hasse dich, ich hasse dich, ich verfluche dich! Du wirst dafür büßen, du verfluchter Duke! Lord, darf ich um einen Augenblick Geduld bitten? Ich möchte die Königin von ihrer Ankunft in Kenntnis setzen. Sind das die privaten Gemächer Ihrer Majestät der Königin? Ja, Milord. Ihre Majestät wird sie sofort empfangen. Mhm.
Gestatten Sie die Bemerkung, Majestät. Ihre Schönheit ist von Mal zu Mal beeindruckender. Vielen Dank, Milord. Sie sind sehr freundlich, aber ich finde, Sie übertreiben etwas. Aber nein, Majestät, ich schwöre bei meiner Ehre, dass ich nicht übertreibe. Sie sind mindestens 100-mal schöner als bei unserer ersten Zusammenkunft vor 3 Jahren. Sie sind ein Süßholzraspler. Erzählen Sie mir, hatten Sie auf dem Weg zum Palast Auseinandersetzungen mit den Schergen des Kardinal Richelieu? Nein, ich hatte keinerlei Schwierigkeiten, Majestät. Aber ich hatte eine sehr amüsante Begegnung mit einem jungen Mann namens D'Artagnan. Mir scheint, er ist in Juliette verliebt. Wie kann man nur in einem so riesigen Haus wohnen? Man braucht ja einen Kompass, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Aber ich muss Juliette finden, wenn ich nur wüsste, wo sie steckt. Sehr witzig. Aber lassen Sie uns ernsthaft reden. Sie hätten nicht nach Frankreich reisen sollen. Wir haben viele Feinde hier. Sie erinnern sich doch, als Ihre Ernennung zum Botschafter bevorstand, hat es der König selbst zu verhindern gewusst. Ich weiß. Und diese Handlung könnte die Ursache für einen neuen Krieg sein. Mein Wunsch war es, in Frankreich ganz in Ihrer Nähe zu sein. Aber die Verweigerung des Botschafterpostens für mich könnte einen neuen Krieg auslösen. Aber Milord, das ist doch kein Grund, einen Krieg zu provozieren. Ich werde versuchen, immer in Ihrer Nähe zu sein. Sie würden einen großen Fehler begehen. In unseren 4 Begegnungen habe ich Ihnen niemals ein Zeichen gegeben, dass ich Sie liebe, Milord. Ich würde niemals meinen Ehemann hintergehen. Ich weiß, Majestät. Ich habe es immer gewusst. Trotzdem trage ich den Wunsch in mir, Ihnen nahe zu sein und mich Ihrer Gesellschaft zu erfreuen. Und was den Krieg betrifft, verspreche ich Ihnen, alles zu unternehmen, um ihn zu verhindern. Na endlich, da ist sie! Ich bin die schlaueste Maus auf der ganzen Welt. Juliette! Gar nicht so einfach, jemand in diesem Labyrinth zu finden. Pam, wie bist du hier reingekommen? Du weißt doch, dass du den Palast nicht ohne besondere Erlaubnis betreten darfst. Ich habe keine Zeit, große Reden zu schwingen. Ich habe eine Botschaft für dich. Das wird ein Spion von Kardinal Richelieu sein. Ich muss das sofort der Königin zutragen. Der Himmel möge verhüten, dass er bereits ihr Gespräch belauscht. Ich bitte Sie nur um ein Zeichen Ihrer Zuneigung. Geben Sie mir irgendetwas, das Sie getragen haben. Einen Ring, eine Kette, irgendetwas, das auch ich tragen kann. Erfüllen Sie mir den Wunsch, dann werde ich mit Ihrer Erlaubnis sofort nach England zurückkehren. Juliette, was fällt dir ein? Warum unterbrichst du unser Gespräch? Majestät, ich muss Sie informieren, dass ein maskierter Mann in den Palast eingedrungen ist. Wahrscheinlich ist er seiner Exzellenz gefolgt. Um Gottes Willen. Ich werde lieber gehen, um Sie keiner Gefahr auszusetzen. Hey, Juliette, sieh mal! Da steht er, dort, hinter dem Vorhang! Wo? So, hab ich dich endlich, du Schnüffler! Hey, halt! Im Namen des Königs stehen bleiben! Milord, zögern Sie nicht. Sie müssen sofort den Palast verlassen. Ich muss Ihrer Majestät beistehen. Ja, hauen Sie nur ruhig ab. Ich werde mich um die reizende Majestät kümmern. Sie müssen wirklich verschwinden. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Wenn man Sie in diesen Gemächern antrifft, ist der Ruf Ihrer Majestät ruiniert. Ja, das ist wahr. Du bist ein Gentleman, Pom. Ich bin dir sehr dankbar. Raus! Verschwinden Sie, oder ich mache Ihnen Beine, Milord! Majestät, wachen Sie auf, bitte! Du... Riecht sie schwer. Du... Ab jetzt nenne ich mich nur noch Pom, das königliche Kissen. Wachen Sie auf, Majestät, oder heben Sie wenigstens den Kopf. Sie erdrücken mich ja! Das nennt man einen königlichen Schlaf. In außergewöhnlichen Zeiten muss man zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen. Bitte verzeihen Sie, Majestät. Oh. Mein Gott, was ist denn passiert? Wo bin ich? Halt! Stehen bleiben! Majestät, was ist mit dem Duke von Buckingham?
Beruhigen Sie sich, Majestät. Milord konnte sich in Sicherheit bringen. Ach, Gott sei Dank. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Juliet. Weißt du, ich hatte entsetzliche Angst. Hoffentlich hat seine Majestät von all dem nichts bemerkt. Keine Sorge, Majestät. Der König befindet sich seit heute Morgen in einer wichtigen Besprechung. Ach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin. Der Duke hat beteuert, dass er nur nach Frankreich gereist ist, um mich zu sehen. Aber ich fürchte, nach diesen Zwischenfällen wird es ihm in Zukunft kaum noch möglich sein, mir einen Besuch abzustatten. Wissen Sie, dass der Duke ganz genau dieselben Befürchtungen mir gegenüber geäußert hat? Da fällt mir etwas ein. Ich wollte dem Duke noch ein Andenken mitgeben. Du kannst mir einen Gefallen tun. Überbring ihm persönlich ein Geschenk und einen Brief. Gern, Majestät. Wenn dieser Brief jemals in falsche Hände gerät, geschieht ein Unglück. Verlier ihn also bitte nicht. Bestimmt nicht. Einen Moment noch. Übergib ihm dieses Schmuckkästchen. Aber nur persönlich. Mein Gott, verzeihen Sie, habe ich Sie richtig verstanden? Das ist doch die Diamantenkette, die Ihnen der König zum Geburtstag geschenkt hat. Ganz richtig, Juliette. Es ist das wertvollste Stück meiner Juwelensammlung. Aber ich bin mehr am Frieden zwischen Frankreich und England interessiert als an diesen Schmuckstücken. Aus diesem einfachen Grund wirst du diese Diamanten dem Duke von Buckingham überreichen. Und richte ihm aus, dass ich ihm dieses Geschenk sende als Zeichen für meine Bereitschaft zu Frieden und Freundschaft. Ich verstehe, Majestät. Danke, Juliette. Ich brauche dir wohl kaum zu sagen, wie übel meine Feinde mir mitspielen werden, falls ihnen der Brief und der Schmuck in die Hände fallen. Bist du reisefertig? Ja, Majestät. Und eure Information stimmt, Rochefort? Ja, Eminenz, ich bin überzeugt davon, weil ich sie direkt von einem Lakaien erhalten habe, der im Louvre-Palast arbeitet. Sehr gut. Wir müssen den Brief abfangen, bevor er dem Duke von Buckingham ausgehändigt wird. Es hängt viel davon ab. Wie dem Herr, du wirst dich der Sache annehmen. Ich erwarte so bald als möglich deine Vollzugsmeldung. Verstanden? Jawohl. Ah, Sandy, das gefällt dir, wenn ich dich strägle, nicht wahr? Wie die Meer und seine Schergen verfolgen, Juliette. Das muss ich sofort unserem Meister... Verzeihen Sie die Störung, Meister, aber Widimer ist hinter Juliette her. Widimer? Was hat er vor? Dieser Platz ist ideal. Wir werden leichtes Spiel mit ihr haben. Los, hinterher! Ja, los! Was wollt ihr von mir? Nichts, wir wollen nur den Brief und das Kästchen. Komm, gib her! Nein! Nicht! Hilfe! Hilfe! Schreien nützt dir gar nichts. Hier kann dich niemand hören. Los, her damit! Nein! Nein, Hilfe! Gib's her! Was soll der Unsinn? Wer hat mich angegriffen? Hast du das, du elende Schmalzlocke? Los, Leute, reißt ihn in Stücke! Warte, Juliette, ich komm dir zu Hilfe! Im Himmel sei Dank, das ist D'Artagnan! Ja? Ja? Lass Juliette los, oder du kriegst meine Klinge zu spüren! Pass auf, D'Artagnan! Hierher, Widimer! Lass los, du Kratzbürster! Jetzt hab ich, was wir brauchen. Gute Arbeit, Widimer! Er hat den Brief und das Schmuckkästchen gestohlen! Rochefort, vergiss nicht, dass dieser große Erfolg bei mir zu verdanken ist! Achtung, Leute, Rückzug! Das war Rochefort! Halt! Aber hast du nicht gesagt, sie haben dir den Brief und das Schmuckkästchen gestohlen? Ja, aber das war doch nur eine List. Sie haben also eine Fälschung gestohlen. Stümper! Erkennst du das wieder? Was ist der Brief, den du so stolz dem jungen Mädchen entwendet hast? Los, lies ihn vor, du Dummkopf! Und hier drin sollen kostbare Diamanten sein? Was? Hässliche Kieselsteine sind das!
Liebe Großmutter, diese Steine sind für das Beet in deinem Garten bestimmt. Schön geordnet ergeben sie einen hübschen Anblick. Ich hoffe, sie werden dir viel Freude machen. Herzliche Grüße, deine Enkelin. Was hat das nun zu bedeuten, Eminenz? Das heißt, dass du ein nutzloser Idiot bist. Verschwinde, mach, dass du mir aus den Augen kommst. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll, D'Artagnan. Du bist wirklich ein prächtiger und tapferer junger Mann. Sie beschämen mich, Milord. Ich glaube, ich habe das passende Geschenk für dich. Nimm bitte diesen Dolch an. Er ist mit dem Wappen meiner Familie verziert. Vielen Dank, ich bin stolz auf diese Auszeichnung. Solltest du dich jemals in England in einer verzweifelten Lage befinden, zeig den Dolch vor, er wird dir viele Türen öffnen. Ich stehe tief in ihrer Schuld, Milord. Bist du jetzt glücklich, D'Artagnan? Und wie? Da geht der Spion mit der Maske. Diesmal wirst du mir nicht so leicht entkommen, du elender Verräter. Nicht so voreilig, D'Artagnan. Dieser Mann ist kein Spion, sondern mein Leibwächter. Leibwächter? Die Wahrheit ist, ich wusste nicht, dass er mir heimlich nach Frankreich gefolgt war. Es war auch für mich eine Überraschung, als ich ihn im Louvre-Palast sah. Dann ist er also einer ihrer Männer. Exakt, er hat nur versucht, mich zu beschützen. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass er ebenfalls in Frankreich weilt. Oh Mann, bei allen Mäusen in der Hölle. Ich habe noch nie in meinem Leben die Bekanntschaft mit einem so überheblichen Kerl gemacht. Komm, ich kenne da jemand, der weitaus überheblicher ist. Du. Wieder einmal hat Juliette mit ihrem scharfen Verstand eine äußerst delikate und schwierige Situation für ihre Majestät die Königin erfolgreich gemeistert. Sie hat die Begegnung zwischen dem Duke von Buckingham und Königin Anne letztlich erst zu einem glücklichen Ende gebracht. Nun segelt der Duke zufrieden zurück nach England. Aber die Übergabe der wertvollen Diamanten an den Duke von Buckingham wird Ihrer Majestät der Königin noch große Sorgen bereiten. Nun, da der Kardinal weiß, dass die 12 Diamanten, die der König seiner Gattin geschenkt hatte, in der Hand des Duke sind, wird er einen teuflischen Plan fassen, um die Königin in Verruf zu bringen.